Zwei Kaffee? Bitte, gerne. Sugar? Nein, Sugar. Ohne Zucker. Ohne. Ohne. Nein. Nein. Nein, Sugar? No. Ja. Danke. Nein, Milch? Kein Milch. Kein Milch, nein. Ja, danke für den Wasser. Ja, ja, genau, ich habe es gesehen. Ja, ja. Okay, okay. Ja, aber wir haben, ich habe es gesehen und wir werden da das abdrehen. Ah. Ja, damit kein Wasser. Ah. Ja. Ich habe es gesehen. Ich bin Martin und ja, das ist das erste Projekt, wo ich dabei bin. Ja, wir haben im Sommer begonnen, auch das zu besichtigen und uns so Strategien eigentlich zu entwerfen, dann auch langsam Budgets aufzustellen und Sponsoren zu finden und haben dann eigentlich erst Anfang dieses Jahres dann die ersten großen Aktionen gestartet und es ist eigentlich sehr schnell gegangen. Wir waren viele Leute, haben hauptsächlich ausgemalt, ganz viel rausgerissen, wir haben die ganze Bar abgebaut, soweit es möglich war. Es war nicht ganz möglich, die zu entfernen. Jetzt haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und aus der Bar eine Sitzecke gemacht, die wahrscheinlich sehr schön wird. Ja, und jetzt geht es um Kleinigkeiten, die sehr wichtig sind, also ein schönes Licht, das dort auch gelesen werden kann und gearbeitet. Wenn wir dann da sind, fragen wir, wer Zeit hat, und es ist eigentlich immer jemand dabei, der hilft. Es gibt einige, die haben wirklich sehr geschickt sind. Und wir sind schon irgendwie, wir geben schon ein bisschen vor, was jetzt zu tun ist. Das haben wir nicht so geschafft, dass da starke Eigenständigkeit entsteht. Das ist einfach zu kurz, wahrscheinlich, das Projekt, und das ist auch nicht so leicht, aber wir versuchen da irgendwie, es ist möglichst zu integrieren. Wir waren eigentlich überrascht, wie schnell wir eigentlich Fortschritte erzielt haben. Dadurch, dass wir dann doch viele Leute mitgearbeitet haben, also wenn mal klar ist, was ungefähr zu tun ist, geht es dann erstaunlich schnell, obwohl wir ja kein klassischer so ein Handwerksbetrieb hat, dann irgendwie klare Strukturen, da weiß wer was kann, wer ist Chef, wer nicht. Und dann, das geht viel effizienter natürlich, als wir arbeiten. Und trotzdem, dass irgendwie so niederschwellig ist und eigentlich der Plan eher vage ist, also vieles wird erst vor Ort entschieden, weil man vieles vorher noch gar nicht so genau weiß. Wenn man was abreißt, was ist dahinter, was macht man dann? Und trotzdem sind wir erstaunlich schnell, also es ist schon wirklich sehr weit. Eigentlich nach zwei großen Arbeitstagen und ein paar kleineren Vorbereitungstagen. Biggest chunks of work are already done. The wall design is finished, that's cool. We are planning to put a nice carpet there, a green carpet, so it sort of looks like a garden, and it's like a whole floral design there. We will also put a small blackboard. It's already there. We have to implement it. Disco. Yeah. Yeah.